Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video zum Thema raue Gezeiten. Ich würde mit euch einfach mal durchgehen, was sich im Patch so verändert hat, was neu dazugekommen ist. So, als erstes Dailies. Es ist ein begrenztes Zeitevent aufgetaucht mit den Rosen. Die Daily heißt mit Schwert und Seele. Wenn ihr nach Questort suchen mal geht, dann führt es euch nach Dorf Jadestein und hier ist der NPC. Den sprecht ihr einfach an, dann lauft ihr ein paar Mal hin und her und dann bekommt ihr am Ende. Ja, so ein bisschen Buff-Food und so eine Truhe mit Rosen. Die Rosen selbst, wenn ihr mal I drückt, hier sammelt die Materialien auf der Liste. Könnt ihr entweder zu so einem. Also weiße Rosen findet ihr in den Instanzen, da komme ich später nochmal drauf. Geschenk zum Fest der Liebe könnt ihr erstellen. Da ist alles Mögliche drin. Ja, ist okay. Und wir können so einen Edelstein erstellen. So. Ansonsten, wenn ihr euch das erste Mal einloggt, beziehungsweise was heißt das erste Mal einloggt, mir ist es aufgefallen, als ich mich das erste Mal nach dem Patch eingeloggt habe, ich hatte diese Quest hier, so eine Daily Quest, und eine ganz normale blaue. Als ich die blaue angeklickt habe, hat es mich hier zu dem NPC geführt in Eberweiler. Eberweiler ist hier, in Mondwasser, hier da hinten Eberweide, und hier ist Eberweiler. Hier ist ein NPC, wenn ihr den ansprecht, dann bekommt ihr den Teleportpunkt für den Turm. Was genau der Turm ist und so weiter, das erkläre ich in einem Extra-Video nochmal. Aber auf jeden Fall gibt es da drin eine Daily. Die solltet ihr auf jeden Fall machen, die gibt Gold. Und, ist auch ganz interessant, wenn ihr jetzt Sachen upgraden wollt, also ja, standardmäßig, wenn ihr das ihr bezahlt habt und euren Schmuck geupgradet habt und ihn irgendwann dann durchbrochen habt und ihn dann verwandeln wollt, dann braucht ihr die folgenden Materialien. Das kennen wir, das kennen wir. Das ist neu. Das bekommt ihr aus dem Hafen oder zwei Berufe können das herstellen. Das kostet im AH aktuell so um die 20 Silber. Narius Silber kennen wir. Könnt ihr auch im AH kaufen für so 10 Silber das Stück. Und dann gibt es diese Market Kriegers. Die müsst ihr farmen und die kriegt ihr nur im Turm. Im Normalfall, wenn ihr den ganzen Turm durchmacht, dann kriegt ihr so 30 rum. Es kann aber auch passieren, dass ihr so einen Beutel bekommt und da sind gleich ein paar mehr drin. Den Beutel kriegt ihr nicht immer, den kriegt ihr ab und zu. Ich bin jetzt viermal durchgelaufen und habe den Beutel einmal bekommen und da waren 30 Stück drin. Oder? Ne, 60 Stück waren drin. 60 Stück. Also es sind auf jeden Fall ein paar mehr drin. Ansonsten, wie ihr gerade gesehen habt, erhalten aus Hafen der blutigen Schatten. Es gibt zwei neue Instanzen. Mal schauen. Jetzt hier das Block Dock der blutigen Schatten und den Hafen der Nachtschatten. Am Hafen der Nachtschatten, um da reinzukommen, müsst ihr den Teleportpunkt hier nehmen, bis darunter laufen. Da hinten steht ein NPC, wenn ihr mal schaut hier. Der hat eine Quest, kehrt zum Hafen der Nachtschatten zurück. Den bezahlt ihr ein Narius Silber und dann kommt ihr in den 24er Hafen. Da drin selbst findet ihr auch die Dailies. Für den 6er Hafen, um die Daily dafür zu bekommen, müsst ihr hier mit einem NPC reden. Der beginnt so eine kleine Questreihe, die schließt ihr ab und dann habt ihr die Daily für den Hafen freigeschalten. Generell, was mache ich aktuell, um an Gold zu kommen? Ich habe meinen Twink mittlerweile aufgegeben, den spiele ich nur noch ein bisschen im PvP. Ansonsten, weil sonst zu viel Zeit kostet, weil ich mache mittlerweile die Fraktionsquest, also die hier noch. Dann die Fraktionsquest hier immer noch, weil die relativ gut Seelensteine gibt und Seelensteine sind nur noch was wert. Und dann den Hafen hier und den Turm. Den 24er Hafen könnt ihr machen, ich mache ihn nicht, weil mir ja die Zeit fehlt, aber dürft ihr gern machen. Ansonsten, und jetzt wird es auch relativ interessant, der Hafen an sich bringt neue Bagua mit und der Turm bringt neue Bagua mit. Wenn ihr euch mal anschaut, ich habe zum Beispiel fast alle Hafen-Bagua schon beisammen. Die sind ein bisschen offensiver. Und der Turm, der Stud-Boni ist ein bisschen defensiver. An sich, da gibt es einen ganz guten Reddit-Post dazu. Den habe ich mal unten in die Beschreibung reingepackt. Da findet ihr alles rund um die Platten, was so die besten Stats dafür sind, welche Mischung optimal ist, weil man nimmt eine Mischung aus den Turmplatten und den Hafenplatten. Dann als nächstes, Thema PvP. Könnt ihr jetzt auch eigentlich ganz gut Geld verdienen. Hier gibt es einen Tauschhändler. Die erste Saison hat angefangen.
Es gibt jetzt mittlerweile Zen-Bohnen, wenn ihr Duelle macht. Und ihr könnt die Zen-Bohnen erstmal für eine königliche Zen-Bohne eintauschen. Mit der königlichen Zen-Bohne könnt ihr zum Beispiel ein Skill hier freischalten. Bei mir ist es Omun Geheimtechnik Blitzhieb. Erlernt mit Hilfe einer königlichen Zen-Bohne Geheimtechnik. Ich weiß nicht, je nachdem, was ihr für einen Charakter habt, das ist halt unterschiedlich. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr mal schaut, 2000 Zen-Bohnen, so ein kleines Zertifikat des Drachens. Kleinen Beutel mit 10 Steinen bekommen. Das sind 25, bis zu 25 Stück drin. Und wenn ihr jetzt Gold, Platin oder Diamant seid, könnt ihr solche Beutel kaufen. Enthält 30, 40 oder 50 Seelensteine. Das heißt, wenn ihr gern PvP macht, lasst die Dailies sein, macht nur noch PvP, sammelt diese Bohnen, macht so Beutel mit Seelensteinen auf und ihr kriegt genug Gold. Ansonsten, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euren Gürtel zu upgraden. Ich habe es jetzt schon gemacht. Dieser blaue Gürtel droppt im Hafen. Ansonsten könnt ihr euch den im HA kaufen. Der kostet hat jetzt bei mir ein Gold gekostet. Die Waffe wurde verändert. Also, die, wie man jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt hat, gewährt jetzt 100 Fokuserholung anstatt vorher 70%. Und die hat eine neue Sub-Ability bekommen. Bei mir ist es jetzt Blitzhieb. Schaden erhöht sich um 7%. Ansonsten, aus dem Hafen selbst bekommt ihr solche Marken. Und diese Marken, hier gibt es zum Beispiel einen Tauschhandel dafür. Da könnt ihr sie für Bagur eintauschen oder halt wieder Waffen. Was neu dazugekommen ist, sind die sogenannten Hongmun Level. Wenn ihr jetzt 45 seid und eine Quest oder sowas abgibt, dann steigt ihr sofort zu Hongmun Level 1 auf. Hongmun Level 1 gibt euch 5 Fertigkeitspunkte, es geht bis Hongmun Level 5. Jedes weitere Hongmun Level gibt euch einen Fähigkeitspunkt. Falls ihr noch Fragen oder sonst irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, einfach in den Kommentaren posten.